So, guten Abend, liebe Trader. Schön, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Heute ist schon das letzte Webinar unserer Chartanalyse-Webinar-Reihe. Und da geht es auch direkt weiter mit der japanischen Candlestick-Analyse. Selbstverständlich bin ich hier nicht alleine. Neske ist wieder mit dabei. Also ich bin die Elena Christodoulou, das sollte ich auch mal vielleicht erwähnen. Also Ihre Fragen auch in den vorherigen Webinaren gerne hier in die Chat-Funktion geben. Und ansonsten wünsche ich uns doch viel Spaß. Komm, weiter an Ja, dich. danke Lena für die Einführung. Auch von mir ein recht herzliches Willkommen heute ja zum zweiten Teil der japanischen Candlestick-Analyse. Aufgrund des Webinars und der kleinen technischen Störung in der letzten Woche werden wir uns aber auch den ersten Part noch mal ganz kurz mit anschauen, weil der ist für den zweiten, den Live-Teil nachher ganz wichtig. Wir werden uns in der Theorie, wie ihr es kennt, wieder ganz kurz einige der wichtigsten Umkehrformationen anschauen und dann möchte ich euch mal zeigen, wie man auch mit den Candlesticks an der Börse mit wirklich sehr, sehr guten Strategien sehr erfolgreich arbeiten kann. Das ist dann der zweite Part, den wir uns live an der Börse anschauen. Ja, und dementsprechend starten wir dann auch gleich wieder hier mit unserem Webinar. Haben heute ja ein bisschen länger Zeit bis 20 Uhr, sodass wir da wirklich sehr ausgiebig das Ganze besprechen können. Und wenn ihr Fragen habt, die Elena hat es ja schon angesprochen, stellt ihr mir die einfach mit in die Chat-Funktion hier mit rein. Dann versuchen wir natürlich darauf einzugehen. Das heißt, wir werden uns noch mal ein bisschen die Konstruktion und den Aufbau der Charts mit anschauen, welchen Vorteil diese Candlesticks natürlich auch mitbringen im Vergleich zu anderen Darstellungsmethoden und wollen uns dann so die wichtigsten Chartformationen und die japanische Candlestick-Analyse ist eigentlich unheimlich umfangreich und ich habe euch mal wirklich die wichtigsten und einfachsten herausgesucht und die werden wir uns auch im zweiten Part mit anschauen und dann wird man sehen, wie man allein mit den vier, fünf Formationen, die ich uns hier rausgesucht habe, wirklich sehr, sehr erfolgreich an den Märkten arbeiten kann. Vorweg natürlich wieder unser Risikohinweis. Ich lese den mal kurz vor. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und der Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von TickMill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, sind jedoch Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder TickMill noch der Moderator die Haftung übernimmt. So, das war unser Risikohinweis. Da nochmal kurz ein Bild und meine Vita von mir. Kennen wir alle schon. Wollen wir doch mal noch ganz kurz für diejenigen, die auch neu heute mit dabei sind, ein bisschen aus dem letzten Webinar wiederholen. Die Geschichte der Candlesticks, ja, bei uns eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren wirklich bekannt geworden. Vor 10 Jahren gab es eigentlich in der deutschsprachigen Literatur noch überhaupt keine Unterlagen. Steve Neeson, der Amerikaner, war eigentlich der Erste, der das überhaupt in den westlichen Raum geholt hat. Und diese Werke wurden dann in den letzten Jahren übersetzt und dementsprechend konnte man da dementsprechend dann wirklich mal ein bisschen einen Einblick in diese Candlesticks erhalten, obwohl die eigentlich schon sehr, sehr alt sind. Wir sehen, The Godfather of Candlestick, also der Erfinder eigentlich war Moneesha Homma gewesen, sehen wir hier, lebte im 18. Jahrhundert und die Entwicklung und die Entstehung war dort in den Reismärkten gewesen. Das heißt, er hat dementsprechend das Ganze genutzt, um die Entwicklung an den Reismärkten zu analysieren. Ja, und im Prinzip haben sich diese Kerzen von damals nach heute dementsprechend weiterentwickelt und sind heute aus der Chartanalyse eigentlich nicht mehr wegzudenken, sind für mich persönlich im Vergleich zu den anderen Charts, das hatten wir ja im ersten Modul, was wir hier in dieser Webinarreihe gemacht haben, schon besprochen, so das stärkste Analyse-Tool, weil es auch das aussagekräftigste ist. Und im zweiten Part, wenn wir uns live die Märkte anschauen, werdet ihr sehen, dass die Psychologie eine sehr, sehr große Rolle an der Börse spielt und dass man aus den japanischen Candlesticks wirklich sehr, sehr viel über die Psychologie und das aktuelle Marktverhalten am Markt heraus interpretieren kann, was uns mit den anderen Darstellungsmethoden so eigentlich nicht möglich ist. Ja, schauen wir uns mal an. Wie sind die eigentlich definiert? Candlesticks sind eigentlich auch nichts anderes als eine Darstellungsform von Kursveränderungen, also ein Klassiker aus der technischen Analyse. Und im Prinzip werden vier Kurse mit einberechnet in die Darstellung. Wir sehen, der Körper, der Kerzenkörper, den wir bilden, den schauen wir uns gleich mal genau an, ist praktisch die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs. Und natürlich werden auch die Höchst- und die Tiefstände der entsprechenden Zeitperiode, die wir wählen, dementsprechend mit angezeigt.
und die werden als sogenannte Dochte oberhalb dieses Körpers oder unterhalb dieses Körpers eingezeichnet oder aber auch, wenn man sich das aus der japanischen Candlestick-Analyse übersetzt, werden sie dort halt als Schatten und nicht als Dochte mit bezeichnet. Und somit haben wir die vier wichtigen Informationen, die wir für unser Training benötigen. Ja, und dann schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie eigentlich dann eine positive Kerze konstruiert wird. Wir hatten ja schon gesehen, wir brauchen den Eröffnungs- und den Schlusskurs. Die haben wir hier mal eingezeichnet und wir sehen auch, der Eröffnungskurs liegt unterhalb des Schlusskurses, also der Schlusskurs ist höher und damit haben wir dann auch schon eine positive Kerze. Ich nehme sie in der Darstellung sehr gerne als blaue Kerze, man kann sie aber auch farblich hier auch bei Tigmin über den Metatrader dementsprechend einstellen, wie man den Kerzenkörper dargestellt haben möchte. Wir sehen, diese beiden Kurse, Eröffnungs- und Schlusskurs, ergeben unseren sogenannten Kerzenkörper. Ist der Schlusskurs oberhalb des Eröffnungskurses, haben wir eine positive Kerze. Und wir sehen die Höchststände dieser gewählten Zeitperiode. Wir können die Candlesticks, wie gesagt, für jede Zeitperiode nutzen, egal ob wir im Minutenchart oder sogar im Monatschart unterwegs sind. Also vom kurzfristigen bis zum langfristigen Training haben Sie immer denselben Aufbau und dieselbe Interpretation. Nur, dass dann halt mehr Zeitdaten in längeren Timeframes mit berücksichtigt werden. Und da sehen wir, die Höchststände werden halt in Form eines kleinen Dochtes oder oberen Schatten oberhalb der Kerze dargestellt. Und unterhalb der Kerze ist es halt dann der untere Schatten. Da wird halt der Tiefstand hier auch nochmal markiert. Ja, je größer der Körper, das ist auch das Gute der japanischen Candlestick-Analyse. Wir sehen nicht nur, ob es sich um eine positive Marktphase handelt, sondern wir können auch an der Größe des Kerzenkörpers erkennen, wie viel Momentum, wie viel Kraft im Markt ist. Desto größer der Körper natürlich ist, das heißt, desto größer die Differenz zwischen dem Close-Kurs und dem Open-Kurs ist, desto stärker ist auch die Kraft am Markt, desto stärker ist der Trend in diese Richtung. Und das ist natürlich ein sehr schönes Indiz, ob ich wirklich Momentum, sprich Schwung im Markt habe oder ob ich eher so einen trendlosen Markt habe. Auf diese trendlosen Kerzen, auf die spezielle Form, kommen wir ja gleich bei den Chartformationen nochmal zu sprechen. Das, wie gesagt, die Konstruktion einer positiven Kerze. Als Pendant dazu natürlich die Konstruktion einer negativen Kerze. Da sehen wir, der Kerzenkörper wird wieder aus den beiden Kursen Open und Close gebildet. Nur hier sehen wir als Gegenbeispiel, der Schlusskurs liegt unterhalb unseres Eröffnungskurses und somit ergibt sich dann eine negative Kerze von der Tendenz. Auch hier werden die Höchststände und die Tiefstände, die oberen und unteren Schatten oberhalb und unterhalb unseres Kerzenkörpers mit dargestellt. Und auch hier ähnlich wie bei den positiven Kerzencharts, je größer der Kerzenkörper ist, desto stärker ist auch die Bewegung der Grundtrend in die entsprechende Richtung. Das nochmal zur Wiederholung, das hatten wir uns ja in der letzten Woche angeschaut. Jetzt geht es ins Eingemachte. Jetzt wollen wir uns natürlich hier die wesentlichen Chartformationen anschauen. Und die bekannteste, die man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat, ist eigentlich unser sogenannter Hammer. Das Tolle an der japanischen Candlestick-Terminologie ist, dass die alle so ganz lustige Namen haben, aber eigentlich auch sehr aussagekräftige Namen, wenn man sich das einfach mal anschaut. Warum heißt der Hammer? Weil der eigentlich auch aussieht wie ein Hammer. Wir haben hier oben unseren sogenannten Kerzenkörper. Da sehen wir hier einen sehr, sehr kleinen Kerzenkörper. Es fehlt der obere Schatten und wir haben einen sehr, sehr langen unteren Schatten. Was passiert am Markt? Man sagt im Prinzip, der Markt streckt die Fühler aus. Und wir sehen, wenn wir das mit der klassischen Chartanalyse verbinden werden im zweiten Part, dann sehen wir, dieser Hammer taucht erstens am Ende eines Abwärtstrends auf. Das ist eine Voraussetzung, damit diese Kerze dementsprechend auch ihre Funktionalität erhält. Und dieser Hammer wird sehr, sehr häufig Unterstützungsniveaus am Markt sichtbar machen oder tritt halt sehr, sehr häufig im Bereich von Unterstützungsniveaus auf. Und wenn wir sowas sehen, ist das praktisch schon die Kombination dieser japanischen Candlestick-Analyse mit der klassischen Chart-Analyse. Da hatten wir ja auch ein Modul zugemacht mit den Widerstands- und Unterstützungszonen. Und wenn der natürlich, dieser Hammer, diese Kerzenformation auftaucht, ist das ein erstes Indiz, dass der vorliegende Abwärtstrend, das war wie gesagt eine Voraussetzung, dass wir hier eine Korrekturbewegung nach unten hatten. Wenn der auftaucht, ist es ein sogenanntes Hosse-Indiz, das heißt Hosse, eine bevorstehende Trendwende, dass der Markt in der Folge eigentlich wieder nach oben möchte.
Und wie gesagt, im zweiten Part schauen wir uns die einzelnen Formationen mal ganz genau an. Dann gibt es einen Pendant dazu, der sieht ähnlich aus. Wir sehen, eigentlich haben wir hier eine Formation, die sieht vom Aufbau der Kerze sehr, sehr ähnlich aus, hat aber schon wieder einen anderen Mann, der heißt einen anderen Namen, der heißt hier Hanging Man. Da ist das Pendant, wir haben im Vorfeld einen Aufwärtstrend gehabt. Und dieser Hanging Man, der taucht sehr, sehr häufig am Ende einer Aufwärtsbewegung auf, natürlich auch gerne im Bereich einer Widerstandszone. Und wenn ich da wieder die japanische Candlestick-Analyse mit der Chart-Analyse verbinde und sehe, ich habe eine markante Widerstandsmarke im Markt zu liegen und dann taucht nach einer sehr, sehr schönen Aufwärtsbewegung wieder diese Kerzenformation auf, dieser Hanging Man dann, dann ist das natürlich für mich ein sehr, sehr schönes Indiz, dass der Markt hier am Ende dieser Bewegung ist, in eine Top-Bildung übergeht und dass wir hier eine bevorstehende Korrektur haben. Wie man mit den einzelnen Formationen einsteigt in den Markt, das werden wir uns im zweiten Part genau mit anschauen, wenn wir uns hier dann genau die einzelnen Formationen und den Einstieg vor allen Dingen mit diesen Formationen in den Markt mit anschaut. Also das sind eigentlich so die einfachsten, bekanntesten und auch schon mit wichtigsten Formationen, die man eigentlich kennt. Der Hammer und der Hanging Man vom Aufbau genau gleich, nur mit dem Unterschied, der Hammer taucht am Ende eines Abwärtstrends auf im Bereich einer Unterstützungszone und der Hanging Man taucht am Ende eines Aufwärtstrends auf, gerne im Bereich einer Widerstandsmarke. Und so kann man dieses Indiz von dieser Kerze schon mal in sein normales Trading mit einbauen. Und wenn man diese beiden Kerzenformationen in den entsprechenden Trendfolgen dann sieht, dann weiß man schon, okay, Achtung, hier muss ich aufpassen. Hier wird es gleich sehr interessant am Markt. Hier kann was passieren. Eine weitere wichtige Formation, ich hatte es ja am Anfang angesprochen, wenn der Kerzenkörper ausgebildet wird, gibt der uns einen Indiz, wie stark der Trend in die entsprechende Richtung ist. Und hier sehen wir mal verschiedene Formationen eines sogenannten Dojis. Ein Doji ist praktisch eine Kerze, bei dem der Eröffnungskurs und der Schlusskurs nahezu gleich sind. Und das ist für mich immer auch schon so ein Hab-Acht-Erlebnis, wenn ich so eine Formation eines Dojis sehe. Die tauchen auch sehr häufig am Ende an den sogenannten Umkehrpunkten am Markt auf, weil es nichts anderes bedeutet, dass Käufer und Verkäufer sich eigentlich uneinig sind, wo der Markt in Zukunft hin soll. Das heißt, wir haben ja eine sogenannte Pari-Situation an den Märkten. Käufer und Verkäufer halten sich die Waage und das ist für mich immer schon ein schönes Indiz, weil auch diese Formation, wir werden uns das im Chart nachher mit anschauen, sehr, sehr gerne in Bereichen auftauchen, wo wir dementsprechend Widerstände oder Unterstützungen haben. Und wenn wir diese Kerze im Zusammenspiel auch nochmal mit dem Hammer oder dem Hanging Man haben, ist das eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Indiz, dass wir da dementsprechend hier eine bevorstehende Trendwende haben. Ja, wir sehen, wir haben verschiedene Ausprägungsgrade. Am bekanntesten sind eigentlich die vier Kerzen, die ich uns hier mal ausgebildet habe. Wir haben den sogenannten Star Doji, der sieht aus wie ein kleines Pluszeichen. Wir sehen, Eröffnungs- und Schlusskurs sind eigentlich gleich und wir haben die oberen und unteren Schatten, die ja praktisch hier das Indiz sind für den Höchst- und den Tiefstand in dieser gewählten Zeitperiode. Und eine etwas stärker ausgeprägte Version ist dann der Long-Legged Doji. Das heißt, einer, der wirklich sehr, sehr lange obere und untere Schatten aufweist. Das ist eigentlich so ein typisches Indiz. Das sieht man sehr häufig, wenn Wirtschaftsnachrichten oder interessante Marktphasen kommen. Wenn der Markt sehr, sehr uneinig ist, der Markt schießt schnell nach oben, der Markt schießt schnell nach unten. Und am Ende der Minute oder der gewählten Zeitperiode ist der Eröffnungskurs eigentlich gleich wie dem Schlusskurs. Das heißt, da ist Unsicherheit im Markt. Und Unsicherheit ist fürs Trading immer kein gutes Indiz, also immer für mich eine vorsichtige Stellung, wo ich sagen muss, Achtung, hier wird es interessant, hier kann dementsprechend was passieren. Zwei weitere sind die sogenannten Gravestones und den Dragonfly Doji. Ich habe es ja schon angesprochen, in der japanischen Candlestick-Analyse haben wir sehr tolle Namen für diese einzelnen Kerzen. Ja, und der Dragonfly Doji ist eigentlich auch ein Indiz, der ist ähnlich wie der Hammer. Wir sehen, hier fehlt im Prinzip nur der Kerzenkörper, hat aber dieselbe Indikation, taucht auch sehr, sehr gerne am Ende eines Abwärtstrends auf und ist dementsprechend auch dann schon wieder ein Indiz, dass der Markt entsprechend wieder nach oben möchte. Genauso wie der Gravestone Doji ähnlich dem Hanging Man am Ende eines Aufwärtstrends auftaucht.
Da sehen wir, in der Periode, wir haben hier unten eröffnet, ging der Markt nochmal deutlich nach oben, hat es aber in der Minute, wenn wir das als Zeitfenster wählen, gar nicht geschafft, diesen Höchststand zu halten, sondern ist wieder nach unten gefallen und hat eigentlich auf demselben Kurs geschlossen, wo er dementsprechend eröffnet hat. Und das ist eigentlich immer schon ein sehr, sehr starkes Indiz dafür. Der Markt sagt, man hat seine Fühler ausgestreckt, ist hier irgendwo an einen Widerstand gelaufen. Da haben die Verkäufer wieder das Ruder übernommen, haben den Markt nach unten gedrückt. Und das ist, wie gesagt, eine sehr schöne Indikation, dass hier dementsprechend eine Trendwende mit bevorsteht. So, schauen wir uns mal die nächste Formation an. Die hatten wir uns beim letzten Mal ja auch angeschaut. Achso, mitschreiben oder sonstiges braucht hier natürlich keiner. Wir haben das Ganze als Unterlagen für euch auch wieder als PDF-Dokument hier hinterlegt. Also ihr könnt euch das ganz gerne downloaden und dementsprechend nochmal nachvollziehen. Genauso wird das Webinar natürlich auch wieder aufgezeichnet. Da könnt ihr euch das Ganze dementsprechend auch gerne noch einmal mit anschauen. So, die nächste Formation, die wir nachher im Live-Trading sehen werden und natürlich auch jetzt uns anschauen wollen, sind die sogenannten Engulfing Patterns. Das sind klassische Chartmuster, die allerdings nicht wie der Hammer oder der Hanging Man aus einer Kerze bestehen, sondern hier brauchen wir schon die Kombination und das ist sehr, sehr häufig in der japanischen Candlestick-Analyse, dass wir hier zwei Kerzen im Prinzip brauchen, um eine Formation hier auszubilden. So, ich switch mal einmal hier. Sehen wir wieder, bei den PDF-Dokumenten fehlt ein bisschen was an den Rändern. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ich hinterlege die dann nochmal neu, dass wir da dementsprechend da das auch alles ordentlich haben. So, wie gesagt, diese Kerzenformation ist ein Engulfing Patterns, ähnlich wie viele andere Formationen der japanischen Candlestick-Analyse, besteht aus zwei Kerzen. Und wir sehen, wir haben hier zum Beispiel ein sogenanntes Bullish Engulfing Pattern. Bullish heißt ja eigentlich ein positives Indiz. Warum? Diese Formation taucht am Ende eines Abwärtstrends auf. Das heißt, wir haben im Vorfeld eine Abwärtsbewegung am Markt gehabt, sehen hier auch noch diese negative Kerze am Markt. Und diese Kerze wird komplett ummantelt durch eine deutlich größere positive Kerze. Und das ist ein Indiz, okay, wir haben hier ein Kursniveau erreicht, der Markt ist ausverkauft, der Verkaufsdruck ist raus und jetzt kommen auf einmal die Käufer hier wieder an den Markt zurück. Und das ist ein sehr, sehr schönes Indiz, dass hier eine Trendwende bevorsteht, vor allen Dingen auch, wenn diese Formation, ähnlich wie die anderen Formationen natürlich im Bereich, hier einer Unterstützungszone auftauchen, dann ist das natürlich schon ein sehr, sehr schönes Indiz, dass der Markt da eine Trendwende bevorstehen hat und dann dementsprechend nach oben möchte. Und das umgekehrte Pendant dazu ist natürlich dann unser Bearish Engulfing Pattern. Da ist es ähnlich. Wir hatten einen Aufwärtstrend, der wurde hier mit dieser positiven Kerze auch nochmal dementsprechend gezeichnet. Und diese positive Kerze wird komplett ummantelt durch eine negative Kerze. Und das ist hier natürlich auch das Indiz, der Markt ist überkauft. Es sind keine Käufer mehr am Markt, es sind hier sehr, sehr dominant Verkäufer an den Markt zurückgekommen. Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn diese Formation im Bereich einer Widerstandsmarke auftaucht, dann ist das natürlich auch ein Klassiker, dass dementsprechend hier eine Trendwende bevorsteht und dementsprechend eine Korrektur nach unten zu erwarten ist. So, zwei Formationen haben wir noch. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von ganz großer Theorie hier, deshalb schauen wir uns einfach nochmal ein Muster an und dann geht es auch direkt live in die Charts. Hab da einiges heute Morgen in Vorbereitung zu dem Webinar für euch schon vorbereitet, wie man mit diesen Strategien sehr schnell, sehr erfolgreich handeln kann. Deshalb wollen wir uns das letzte Muster, weil das brauchen wir gleich für unser Live-Trading auch nochmal, beziehungsweise unsere Live-Analysen uns mit anschauen, ist ein sogenanntes Harami-Cross. Auch wieder ein toller Name. Und wer sich ein bisschen mit der Chartanalyse auskennt, der sieht, aha, das gibt es eigentlich auch diese Formation bei den sogenannten Barcharts. Da ist es der sogenannte Inside-Day-Bar. Was bedeutet das? Nichts anderes, dass wir entsprechend hier eine schöne Aufwärtsbewegung hatten. Und in diesem Kerzenkörper, der vorangegangenen Kerze, taucht auf einmal dann so eine kleine Kerze auf, deshalb heißt die auch Inside. Diese Kerze befindet sich komplett im Kerzenkörper der vorangegangenen Kerze. Das ist auch ein ganzer Klassiker, der immer wieder hier in der Chartanalyse, in der japanischen Candlestick-Analyse auftaucht.
Und dementsprechend ist das auch ein sehr, sehr starkes Umkehrmuster. Wenn wir diese Harami Cross oder diese Harami Muster am Markt haben, ist das immer ein sehr, sehr schönes Indiz, dass der Markt hier vor einer Trendwende steht. Und man dementsprechend hier sehr, sehr schöne Einstiegspunkte, vor allen Dingen diese Einstiegspunkte sehr früh findet an den sogenannten Umkehrpunkten. Das heißt, wenn der Markt dreht, und das ist der große Vorteil der japanischen Candlestick-Analyse, hier werden die Signale wirklich sehr, sehr frühzeitig generiert, sodass ich die Möglichkeit habe, sehr früh in den Markt reinzubekommen. Also im Vergleich zu diesen klassischen Tools, diesen Indikatoren, die wir uns ja auch zwischenzeitlich angeschaut haben, kommt man hier viel früher in die Märkte rein oder aber auch viel früher aus den Märkten raus, weil die japanische Candlestick-Analyse mit diesen Mustern uns sehr, sehr frühzeitig Indizien dafür gibt. Ja, und man sieht, hat hier verschiedene Ausprägungsgrade. Das Harami-Muster, hier zum Beispiel diese positive Kerze mit der negativen Kerze, die sich dann innerhalb des vorangegangenen Körpers befindet, oder das Pendant dazu. Wir haben hier diese sehr schöne negative Kerze und innerhalb dieser negativen Kerze dann schon die positive Kerze oder umgedreht diese sehr bullische Kerze mit den negativen oder hier positiven Kerzen. Das ist im Prinzip das, was man an Mustern aus der japanischen Candlestick-Analyse kennen sollte, um erfolgreich mit der japanischen Candlestick-Analyse zu arbeiten. Viel mehr braucht man nicht. Es gibt wirklich hunderte von verschiedenen Mustern, aber das sind wirklich die stärksten und die aussagekräftigsten Muster, weil das sogenannte Umkehrmuster sind. Das heißt, das ist für mich ja wichtig. Ich möchte ja gerne einen optimalen Zeitpunkt zum Einstieg oder aber zum Ausstieg in den Markt finden. Und da kann ich natürlich diese Umkehrmuster aus der japanischen Candlestick-Analyse sehr, sehr schön nutzen, um dann einen optimalen Einstieg am Unterstützungsbereich oder einen optimalen Ausstieg an einem Widerstandsbereich zu definieren, um somit frühzeitig in die Märkte zu kommen und natürlich auch wieder frühzeitig aus den Märkten zu kommen. So viel zur Theorie. So, und jetzt kommen wir dann zum Eingemachten, zu dem, was Spaß macht. Wir wollen uns das Ganze hier mal anschauen. Hab uns hier mal den DAX 30-Chart aufgerufen, momentan im Minutenbereich. Und da sehen wir, okay, das ist dann schon interessant. Das sind Candlesticks. Okay, die Muster sehen relativ kompliziert aus. Jetzt fällt mir das natürlich schwer. Okay, da war irgendwie so ein Hammer mit bei gewesen. Da waren diese Engulfing Patterns und diese Harami Cross Muster gewesen. Ja, man muss sich das eigentlich gar nicht so schwer machen, weil für den MetaTrader findet man da sehr, sehr schöne Software und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Weil es gibt natürlich Menschen, die sich schon mal die Arbeit gemacht haben, diese Candlestick-Muster dementsprechend hier auch in einen sogenannten Scanner reinzumachen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal uns einen Indikator einfüge, und den findet man überall eigentlich im Netz, dann sieht man auf einmal schon diese Namen, die wir uns eben angeschaut haben. Und da sieht man hier zum Beispiel, dass wir hier Formationen haben wie dieses Harami-Cross. Das steht hier mit drin, dass wir dann hier zum Beispiel auch dieses Harami haben. Dann haben wir hier auch diese kleinen Dojis mit drin und hier diese Haramis drin. Das heißt, wir sehen, wir müssen uns eigentlich gar nicht diese ganzen Muster im Prinzip verinnerlichen und suchen, sondern wir haben die Möglichkeit, in den MetaTrader uns Hilfssignale einzubauen. Hier sehen wir auch wieder so ein klassisches Harami. Hier sehen wir dann die ganzen Formationen, Shooting Stars, hier sind die Hammers. Und das sind die Formationen, die wir uns eben angeschaut haben, die hier am Markt immer sehr, sehr wichtig sind. Hier sind auch diese Dojis mit drin. Jetzt sieht das natürlich unheimlich kompliziert aus, wenn man sagt, naja gut, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Jetzt ist hier so ein Harami, wann steige ich denn da ein und wann steige ich da mal aus? Das Ganze möchte ich euch am Beispiel von heute Morgen zeigen. Hab den Markt heute Morgen einfach mal gehandelt, in Kombination mit der Chartanalyse, in Kombination mit diesen Mustern. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man da in diesen Märkten hier im Prinzip handeln kann. Hier sehen wir zum Beispiel auch dieses Long-Legged Doji, das heißt dieses Kreuz, was wir hier hatten mit diesen oberen und unteren Schatten. Und das sind alles Muster, die suche ich mir raus. So, und jetzt hatte ich hier praktisch eine Formation gehabt,
dass wir hier, die haben wir heute noch nicht besprochen, ist aber auch eine sehr starke Formation, können wir aber im neuen Jahr vielleicht auch besprechen, werde ich euch aber jetzt schon mal kurz erklären, wie und wieso und weshalb ich hier zum Beispiel heute Morgen einen Beitrag platziert habe. Und man sieht, eigentlich ist hier überhaupt nichts los an dem Markt. Es war heute vorbörslich ein sehr, sehr ruhiger Handel, wo man eigentlich denkt, naja, der geht hier mal auf 5 oder mal 10 Punkte hoch und runter. Da kann man eigentlich kein Geld mit verdienen. Möchte ich euch zeigen. Kann man auch. Meinen ersten Trade habe ich heute Morgen um 7.21 Uhr gemacht, war 8.21 Uhr, also ich war nicht ganz so früh am Rechner. Wir haben eine stündliche Zeitverschiebung. Und da sehen wir, habe ich irgendwie einen Beitrag gemacht. Und das war dieser erste Trade, den wir hier heute Morgen gesehen haben um 7.21 Uhr. Warum habe ich da im Prinzip einen Beitrag gemacht? Ganz einfach, weil wir hier jetzt in klassischer Charttechnik heute Morgen dementsprechend auch schon mal dieses Unterstützungsniveau gefunden hatten. Da arbeite ich wirklich gerne Candlestick-Analyse plus Chart-Analyse. Habe hier zwei Tiefstände gehabt, die habe ich miteinander verbunden gehabt und habe dann gesehen, dass wir hier im Prinzip ein erstes Handelssignal bekommen haben. Hier sehen wir, die werden auch sogar, das ist das Tolle an diesem Indikator, da kriegen wir sogar noch einen kleinen Pfeil mit eingezeichnet und da sehen wir sogar, okay, hier haben wir eine Buy-Indikation und das ist für mich natürlich toll. Das ist eine klassische Umkehrformation im Bereich einer Unterstützungszone. Da gehe ich gerne mal long und dann sieht man, kann man mit so einem kleinen Trade hier auch mal 22 Euro machen. So, den nächsten Trade, den ich hier am Markt formiert habe, das war um 7.23 Uhr. Schauen wir mal weiter. Warum 7.23 Uhr? Na klar, da wurde diese Umkehrformation bestätigt, hat sich weiter fortgesetzt, konnte man dementsprechend hier auch nochmal reingehen und man sieht, 60 Euro, der Markt hat sich hier entsprechend weiter bewegt, kann man Geld mit verdienen. Interessant wurde es aber wieder und deshalb immer diese Kombination, wenn ich diese Chartmuster bekomme, im Kombination mit meiner Chart-Analyse. Das nächste tolle Signal hatte ich hier um 7.31 Uhr bekommen. Da sehen wir, hier haben wir erneut, wir haben einmal, zweimal einen Tiefstand. Die Linien verbinde ich, damit ergibt sich eine Unterstützungslinie. Die sehen wir, haben wir hier um 7.28 Uhr schon mal getestet und hier steht schon mal Harami. Das ist für mich natürlich schon interessant, weil da hat man gesehen, das wäre eine Umkehrformation. Und an einer Umkehrformation steht eine Trendwende, also eine Bewegung nach oben vor. Warum Harami? Wiederholen wir nochmal die Theorie. Wir sehen, wir haben hier eine Abwärtsbewegung gehabt, hier zwei dominante negative Kerzen. Und wir sehen diese Kerze hier, ich nehme mal die blaue Linie weg, dann sehen wir sie genau. Das ist eine Kerze, die sich innerhalb des Kerzenkörpers der vorangegangenen Kerze befindet. Wir sehen, wir haben hier diese dominante negative Kerze und innerhalb dieses Kerzenkörpers, dieser negativen Kerze, befindet sich dieser Kerzenkörper. Und da ist es nur interessant, ob sich der Kerzenkörper, nicht die Schatten, wir sehen, der untere Schatten ist hier sogar ein bisschen weiter raus aus diesem Körper. Wichtig ist, dass sich der Kerzenkörper dieser kleinen Kerze innerhalb der vorangegangenen Kerze befindet. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Indiz. Wird durch ein zweites Harami bestätigt? Ja, und dann ist meine Frage, wann steige ich denn hier eigentlich ein in den Markt? So, ich steige hier gerne mit ein. Und da sehen wir, hier ist die Formation dieses Engulfing Pattern. Wir sehen zum vierten Mal meine Unterstützung hier getestet. Diese Haramis als Bestätigung, dass wir hier eine Unterstützungszone haben. Und dann diese dominante Kerze um 7.30 Uhr, die praktisch die Kerzen davor komplett ummantelt. Und das war ja in der Theorie unser sogenanntes Engulfing Pattern gewesen, wo wir dementsprechend, schauen wir uns das Ganze nochmal an, eine negative Kerze hatten, die komplett durch eine dominante positive Kerze ummantelt wird. Und das ist für mich das entscheidende Indiz. Ich habe mit meinen Harami-Crosses mein Unterstützungsniveau bestätigt und habe jetzt diese bullische Kerze, dieses bullische Engulfing-Pattern, der mir hier an der Stelle gezeigt hat, Achtung, hier ist jetzt dementsprechend die Trendwende am Markt und deshalb hier auch um 7.31 Uhr der Einstieg, also mit der nächsten Minute. Und da nehme ich ganz einfach das Opening dieser Kerze und gehe wirklich mit dem Eröffnungskurs rein, wo ich sage, jawohl, hier geht es nach oben und man sieht, dann machen diese Trades auch schon mal Spaß.
der dreht davor 60 Euro, der dreht hier 45 Euro. Es kommt dann auch Tatsache diese Bewegung nach oben und da kann man das Ganze dann auch sehr, sehr schön nutzen. Den nächsten Trade habe ich um 7.38 Uhr gemacht. Warum denn um 7.38 Uhr und dann hier auch noch ein Short-Trade, der ja auch nochmal profitabel war? Da sehen wir genau dasselbe und ich habe euch hier mal ein kleines Tool eingeführt, das gibt es auch für den MetaTrader, das kann man sehr schön nutzen, das sind sogenannte Pivotlinien. Pivotlinien werden aufgrund der Historie berechnet und sind ganz markante Unterstützungs- und Widerstandsmarken im Markt und wir schauen uns das Ganze hier mal mit an, ich versuche uns die mal hier ein bisschen zu stauchen, da sehen wir, da haben wir sogenannte Pivot-Level und wir sehen, wir haben hier eine sogenannte Tageslinie und dann haben wir sogenannte Support-Support-Support-Linie. Das heißt, unterhalb der Linie sind sogenannte Unterstützungslinien und oberhalb, wenn ich den Chart mal ein bisschen staufe und haben wir es heute leider nicht hingeschafft, sind sogenannte Resistance-Linien. Und das ist von mir auch wieder eine Arbeit, um Chart-Analyse mit Candlestick-Analyse zu kombinieren, indem ich dann nämlich einfach sagen kann, okay, ich habe hier so markante Linien im Markt drin zu liegen und wenn ich natürlich ein Handelssignal im Bereich dieser Linien bekomme und da sehen wir, hier ist die markiert 934, das war eine dieser Widerstandslinien und wir sehen, wir sind genau an diesen Widerstand gelaufen, sind sogar mit dieser Kerze dominant durchgebrochen und dann sehen wir hier den ersten Hinweis für mich, dass hier eigentlich eine Trendwende vorliegt. Wir haben eine sehr schöne Aufwärtsbewegung gehabt. Das war ja auch eine Formation. Und sehen, wir haben hier auch wieder ein sogenanntes Harami-Cross. Das heißt, wir haben hier, wenn wir uns das nochmal in unserem PDF-Dokument anschauen, da sehen wir, wir haben eine sehr schöne Aufwärtskerze gehabt und innerhalb dieser positiven Aufwärtskerze befindet sich auf einmal diese kleine Kerze, die innerhalb des vorangegangenen Kerzenkörpers ist. Das sehen wir hier, eine schöne positive Kerze und diese negative Kerze, das ist hier diese 7.30 Uhr Kerze, innerhalb der vorangegangenen Kerze. Für mich das erste Indiz, Achtung, charttechnischer Widerstand, das ist schon mal wichtig, was ich brauche, plus ein Harami-Cross und wie gesagt, da muss ich gar nicht gucken, ich muss nur wissen, dass Harami-Cross eine Umkehrformation ist. Das im Bereich einer Widerstandszone ist für mich schon mal ein sehr schönes Indiz. Achtung, hier könnte es gleich wieder nach unten gehen, weil wir haben eine schöne Bewegung nach oben gehabt. Das Ganze wird mir in der nächsten Minute, in der 7.37 Uhr, nochmal durch ein Harami bestätigt. Das heißt, diese Kerze befindet sich sogar noch innerhalb des Kerzenkörpers der vorangegangenen Kerze. Also todsicher gibt es ja an der Börse nicht, aber ein sehr, sehr starkes Indiz, dass wir hier wirklich eine Trendwende zu erwarten haben. So, und dementsprechend bin ich auch um 7.38 Uhr, wir sehen es, hier in diesen Sell-Trade eingestiegen. Ich habe aus der Charttechnik eine Widerstandsmarke im Markt lokalisiert, habe im Bereich dieser Widerstandsmarke über die japanische Candlestick-Analyse eine Umkehrformation lokalisiert. So, und dann muss ich noch einen Einstieg definieren. Wir sehen, ich bin hier in den Markt eingestiegen bei 32. Warum bei 32? Ich nehme den Tiefstand dieser Harami-Kerze, also meiner ersten Kerze, und da sehen wir, dieses Kursniveau liegt bei 932. Diesen Tiefstand nehme ich, wenn der unterschritten wird, und das sehen wir, das haben wir hier gemacht. Die Kerze hat ein bisschen höher eröffnet, ist dann gelaufen, deshalb sehen wir, der Trade wurde zwar in der 38er Minute eröffnet, aber erst um 7.38 Uhr und 26 Sekunden, erst mit dem Durchbrechen dieses Tiefstandes. Und das ist wichtig in der japanischen Candlestick-Analyse, wenn wir diese Umkehrmuster haben, hier haben wir jetzt ja ein Verkaufsmuster, dann steigen wir erst in den Markt ein, wenn dieses Muster bestätigt wird. Bestätigt wird dieses Umkehrmuster, das ist ja ein Verkaufsmuster, erst wenn der Tiefstand dieser Kerze unterschritten wird. Andersherum schauen wir uns das gleich an mit dem nächsten. Auch da werden wir erst einsteigen, wenn wir den Höchststand auf der anderen Seite dieses Musters überschritten haben. Ja, wir sehen, das ging schnell. 7.38 Uhr rein in den Markt und nach 10 Sekunden waren wir schon 65 Euro reicher. Hat Spaß gemacht, mit viel Schwung rein, hat einen Take-Profit mit drin. Im Scalping, das ist das klassische Scalping-Trading, will ich nur 5 Punkte im vorbörslichen Handel haben. Das ging so schnell, dass ich hier gerade mal 10 Sekunden im Markt drin war, aber hat
hat sich natürlich gelohnt. So, und dann haben wir natürlich hier auch nochmal einen Beitritt um 7.46 Uhr platziert. Warum denn jetzt 7.46 Uhr? Das ist die Konstellation, die wir hier hinten am Markt sehen. Also diese Linie, die wollen wir uns mal anschauen. Wir sehen, wie erwartet mit dieser Umkehrformation, haben wir uns am Markt nach unten entwickelt. Das heißt, der Markt hatte hier diese Korrekturbewegung dementsprechend gehabt. Und mit dieser Korrekturbewegung, wo führte die hin? Genau wieder an meine charttechnische Unterstützungslinie, die ich mir eingezeichnet habe. Wir sehen, einmal, zweimal, daraufhin hatten wir uns ja diese grüne Linie, das ist ja eine Unterstützungslinie, in den Markt eingezeichnet. Die wurde ein drittes, die wurde ein viertes Mal getestet. Na, und damit hat die für mich natürlich Aussagekraft. Desto häufiger so eine Linie getestet wird, desto stärker ist die natürlich am Markt. Hier sehen wir zum Beispiel mit dieser Kerze schon zum fünften Mal getestet, aber keine Umkehrformation hier. Aber man sieht schon sehr lange obere und untere Schatten. Das ist schon im Prinzip so ein Doji hier. Wir sehen der Kerzenkörper hier in der Mitte, sehr lange obere und untere Kerzen. Ist schon mal so ein erstes Indiz für mich. Und was für mich der ausschlaggebende Punkt war, zum sechsten Mal hier um 7.45 Uhr diese Unterstützung getestet. Hier mit einem sogenannten Piercing-Pattern ist auch eine Formation, wo wir sehen, dass wir hier nach einer negativen Kerze im Prinzip eine gleich starke, also das haben wir nicht eine größere Kerze wie hier in der Umkehr, sondern die Kerzen sind gleich stark. Das heißt, vom Höchststand zum Tiefstand, was wir hier negativ haben, haben wir hier das Gleiche. Das nennt man den Piercing-Pattern. Ist das eine Umkehrformation? Ja, und ähnlich wie bei dem Short-Einstieg möchte ich jetzt diese Umkehrformation natürlich bestätigt haben. Das heißt, ich nehme mir von dieser Kerze den Höchststand für den Einstieg. Wenn die folgende Kerze darüber hinausgehen sollte, dann steige ich ein in den Markt, dann ist diese Formation und wir sehen, hier getestet, fünfte Mal, sechste Mal diese Unterstützung getestet, dann steige ich hier natürlich sehr gerne ein in den Markt und wir sehen 7.46 Uhr, wir gehen über diesen Höchststand, wir sind hier rein in diesen Markt und wir sehen auch der ganz, ganz schnell sich hier seine 65 Euro geholt. Also eine sehr, sehr schöne Formation in dem Markt. Wir sehen, danach hatte ich ein Bein mit im Markt zu liegen gehabt, ist aber gelöscht worden. Warum? Wenn ich natürlich sehe, dass ich dementsprechend hier so eine markante, sehr starke Unterstützung habe, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal getestet ist, kann ich natürlich auch Folgendes machen. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass die beim nächsten Mal, und das war 7.48 Uhr der Fall gewesen, da sehen wir, hier lag die Order mit drin, die lege ich mir natürlich hier eine Buy-Order an. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn der Markt hier zurückläuft, wir an dieser Stelle dann auch wieder diese Bewegung nach oben sehen. Meine Order ist leider nicht ganz gefüllt worden, hatte die bei 902 in den Markt gelegt und wir sehen, bei 903 haben wir gedreht, also da war ich ein bisschen zu optimistisch gewesen, da haben wir schon leicht davor gedreht. Ansonsten sieht man aber, auch dieses Spielchen hätte wieder funktioniert und so kann man natürlich sehr, sehr schön damit arbeiten. Und wir sehen auch hier wieder dieselbe Konstellation. Harami, Harami, Harami. Das heißt, kleine Kerzen innerhalb einer sehr starken, dominanten, vorliegenden Kerze. Das Ganze wieder im Bereich einer Unterstützungslinie, die wir hier zum 8., 9. Mal getestet haben. Also unheimlich interessant. So, da habe ich dann mit dem Training aufgehört, da war Kaffeezeit gewesen. Waren zu dem Zeitpunkt, wie wir sehen, aber über 200 Euro Gewinn. Und das mit knapp 30 Minuten Arbeit und gerade mal 5 Handelssignalen. Was auffällig ist, wir sehen, japanische Candlestick-Analyse funktioniert super, kein Fehltrade drin. Und selbst mit diesen kleinen Scalping-Trades kann man auf so einem Konto schon schönes Geld verdienen. Aber dieses Spiel, und das ist das Tolle an der japanischen Candlestick-Analyse, wenn man sich da einmal eingearbeitet hat und die Psychologie, die dahinter steht, versteht, kann man unheimlich viel handeln, weil dieses Spiel kann ich endlos fortsetzen, vor allen Dingen in allen Märkten. Hier sehen wir also wieder so eine Konstellation. Ich sehe, charttechnisch habe ich eine sehr dominante Unterstützung. Einmal, zweimal, dreimal Harami hier im Markt, selbes Spiel. Den Höchststand möchte ich überschritten haben. Und ihr seht, wir kommen hier auch nicht eher rein. Hier war ich bereit zu kaufen. Wäre der Höchststand dieser Kerze, das ist diese 7.49 Uhr Kerze, überschritten worden, wäre ich reingegangen. Haben wir nicht gemacht. Im Gegenteil, neue Kerze ausgebildet, auch ein Harami. Nehmen wir wieder den Höchststand von dieser Kerze, sehen wir, ist auch nicht überschritten worden. Jetzt sehen wir, der Höchststand der nächsten, 7.51 Uhr ist gleich. Also habe ich hier
Mein Einstieg 12.912. Sollte die nächste Kerze darüber gehen, möchte ich rein. Ich mache es im Scalping im Minutenchart. 5 Punkte möchte ich haben. Und ihr seht, der Trade hat über 10, 11 Punkte hier gebracht. Wieder mit einer Kerze. Das ist wirklich Scalping par excellence. Wirklich die großen Kerzen habe ich schon. Manchmal überlegt man sich, warum kommt denn hier auf einmal so eine starke Kerze? Warum kommt hier so eine starke Kerze? Da kommen 10 Punkte aus dem Nichts. Aber jetzt wissen wir, wir hatten die Andeutung hier 3, 4 Kerzen vorher. Wir haben eine Unterstützung gehabt. Wir haben hier unsere Umkehrformation, hier mit den Piercing-Pattern, hier mit den Haramis gehabt. Und auf einmal haut er so eine 10-Punkte-Kerze raus. Und beim nächsten Mal seid ihr da natürlich auch mit dabei. Dasselbe haben wir irgendwo später. Also wir hätten dieses Spiel hier endlos weitermachen können. Hier seht ihr zum Beispiel wieder an die Unterstützung gelaufen. Jetzt durchbrechen wir diese Unterstützung. Und da weiß ich, eine ehemalige Unterstützungslinie, die unterschritten wird, wird zu einer Widerstandslinie. Das heißt, bin ich hier unterhalb dieser Kerze, habe ich eine gute Chance, da zurückzulaufen, aber ich weiß, jetzt ist das halt für mich ein Widerstand. Und da sehen wir wieder diese tolle Formation. Wir sehen, wir haben es sogar mal geschafft, diesen Widerstand hier leicht zu überwinden. Die nächste Kerze haut mir hier gleich wieder diese Umkehrformation, dieses Harami in den Markt. Ja, und da weiß ich, da nehme ich mir wieder den Tiefstand dieses Haramis. Ich möchte die ja bestätigt haben. Das ist ja erst, diese 2 Kerzen ist ja die Andeutung für eine Trendwende. Wir werden uns das auch mal anschauen. Das muss nicht immer die Trendwende sein. Der kann sich hier auch fortsetzen im Markt. Aber es ist die Andeutung. Und wenn der Tiefstand dieser 2. Kerze aus diesem Umkehrmuster unterschritten wird, dann steige ich im Prinzip ein in den Markt und wir sehen, der hat richtig gelohnt, der Trade. Tolles Spielchen. So, selbe Spielchen können wir dann ja hier endlos weiterspielen im Markt und dementsprechend sehen wir das Ganze auch wieder. Schöner Abwärtstrend, der sich nach dem Harami hier etabliert hat. Hier ging es mal 30 Punkte zum Handelsstart nach unten und auf einmal taucht hier wieder dieses Harami auf. Achtung, hab Acht für mich, weiß ich, interessante Konstellation. Gleiches Spielchen, diese Kerze innerhalb der negativen Kerze. Ich nehme mir hier den Höchststand dieser Kerze. Sollte der überschritten werden, dann gehe ich rein in den Markt. Sehen wir, passiert nicht. Warte ich ab. Nächste Kerze kommt, die 8:12 Kerze. Auch ein Harami, das heißt auch wieder ein Kerzenkörper innerhalb des vorangegangenen Kerzenkörpers. Und das sind Spiele, die ich sehr, sehr gerne spiele. Das hatten wir hier hinten schon mal gehabt. Harami, 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 3 Kerzenkörper in Folge, dann kommt die Gegenbewegung. Hier auch wieder 3 Kerzenkörper ineinander, 2 Haramis hintereinander. Habe jetzt natürlich den Vorteil, ich muss natürlich nicht mehr diesen Einstiegskurs von diesem Harami nehmen, sondern ich nehme den Einstiegskurs, sprich den Höchststand meiner letzten Kerze und den setze ich mir dementsprechend hier mit rein. Da ist der Höchststand, wir sehen 874. Sollte die nächste Kerze, sprich die 813, durchbrechen, ist es für mich ein ganz klarer Einstieg. Wo geht der Markt hin? Ich habe ja hier noch meine schöne grüne ehemalige Unterstützung, jetzt Widerstandslinie am Markt. So kann ich mir natürlich auch schönen Zielkurs definieren. Das heißt, hier muss ich natürlich nicht nach 5 oder 10 Punkten raus, sondern wir sehen, ich habe bis in diese Zone 20 Punkte Platz. Und dementsprechend kann man so einen Trade auch laufen lassen. Und hier seht ihr in diesem Beispiel jetzt, hier sehen wir auch auf einmal Harami zu stehen, warum es so wichtig ist, wenn ich in diesen Markt einsteige, die Bestätigung dieses Musters abzuwarten. Ihr seht, große positive Kerze, kleine Kerze innerhalb des vorangegangenen Kerzenkörpers ist ein Harami. So, wir steigen aber nicht blind ein, sondern wir steigen nur in den Short Trade ein, wenn diese Formation bestätigt wird. Und bestätigt wird diese Formation nur, wenn der Tiefstand hier dementsprechend unterschritten wird. Und ihr seht, hier wird der Tiefstand nicht unterschritten. Also ich kann drin bleiben in meinem Trade. Mein Ziel liegt ja hier oben in diesem Bereich und kann dementsprechend hier das Ganze sehr schön weiterhandeln. Schöner 20-Punkte-Trade. Hier nicht in die Falle getappt. Deshalb wartet ab. Wenn die Formation auftaucht, ist es für euch ein Indiz. Achtung, hier kann eine Trendwende kommen. Es muss aber keine Trendwende kommen. Diese Formation muss bestätigt werden. Wenn ich in einen Short Trade rein will, dann muss der Tiefstand dieser 2. Harami-Kerze unterschritten werden. Will ich in den Buy Trade rein, muss halt das High dieser 2., also der Höchststand, überschritten werden.
So, hier haben wir eine andere Formation. Hier oben sehen wir auch auf einmal, und das sind so Klassiker, das ist so ein typischer Doji. Da habe ich ja vorhin gesagt, den hatten wir in der Kerzenformation schon mal uns vorhin angeschaut. Schauen wir uns mal noch an. Dojis, aha, wir haben langere obere und untere Schatten. Der Kerzenkörper befindet sich so in der Mitte. Das war ein Zeichen dafür, dass der Markt unentschlossen ist. Aha, der tritt häufig an Umkehrpunkten im Markt auf. Also kann das hier schon mal ganz interessant werden, wenn hier so ein Doji auftritt. Wir hatten eine schöne Aufwärtsbewegung am Markt. Da schaltet er den Markt auf neutral. So, jetzt könnte natürlich eine Umkehrformation kommen. Ich warte mal ab, hab ja noch nichts. Und wir sehen, dieser Doji wird komplett ummantelt durch eine negative Kerze. Und das war im Prinzip dieses Engulfing Pattern, was wir uns ja auch schon angeschaut hatten im Markt. Das ist nochmal, um uns das visuell vor Augen zu führen. Das war hier unser kleiner Doji, das heißt die letzte positive Kerze. Und die wird komplett ummantelt durch eine sehr, sehr dominante negative Kerze. Das ist dieses Pattern. So, und das haben wir natürlich hier genau am Markt. Das ist unser Doji, die letzte positive Kerze dieser Aufwärtsbewegung. Und diese wird komplett ummantelt durch eine negative Kerze. Ist natürlich ein Klassiker. So, wo steige ich ein, wenn die Tiefstände unterschritten werden? Ich brauche immer die Bestätigung in der japanischen Candlestick-Terminologie. Ich steige nicht ein, wenn dieses Muster auftaucht, sondern erst, wenn dieses Muster bestätigt wird. Da nehme ich mir natürlich in die Tiefstände und sage, alles klar, wenn wir da runtergehen unter die Tiefstände, steigst du mit ein. So, und dann hat es ein bisschen gedauert mit diesem Trade. Aber wir sehen, wo liegt denn in so einem Fall mein Stop-Niveau? Mein Stop-Niveau ist in dem Fall immer der Höchststand dieser Formation, das heißt hier hinten. Und hier unten würde ich erst reinkommen in den Markt, wenn ich hier dementsprechend die Bestätigung, also den Ausbruch nach unten bekomme. So, jetzt sehen wir, müssen wir hier noch ein bisschen warten. Das ist eine Formation in On-Neck-Trusting. Das heißt, der Markt bewegt sich innerhalb der Kerzen neutral. Hier passiert nichts. Hatten wir so noch nicht behandelt, ist unwichtig. Die interessiert mich wieder. Ein Harami innerhalb, also eine Kerze innerhalb der vorangegangenen, wäre hier sogar ein positives, aber für mich natürlich diese Formation, diese Engulfing Patterns sind wesentlich stärker und wir sehen auch, das Harami wird gar nicht bestätigt. Wir haben keinen Ausbruch über den Höchststand, sondern wir haben in den nächsten zwei Kerzen den Ausbruch nach unten. Und da sieht man, das ist die Disziplin. Ich muss hier auch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minuten warten, ehe ich in meinen Trade reinkomme. Aber ihr seht, die nächste Kerze, 8.33 Uhr, da kommt der Durchbruch nach unten, da komme ich in den Markt rein. Also dementsprechend weiß ich, wo dieser Markt hier mit hin will und dementsprechend kann ich dann in diesem Markt hier auch handeln und dementsprechend diesen Trade hier am Markt platzieren. So. Jetzt nehmen wir mal die Linie raus, weil das sind jetzt die Linien vom Indikator. Und ihr seht, ich habe hier erstens noch meine alte Unterstützungslinie mit drin, die liegt noch drin. Und das ist diese Supportlinie. Hier seht ihr, hier steht S3 dann. Das ist diese Supportlinie, die wir uns aus diesem PO-Indikator geholt haben. Ich weiß natürlich, wenn ich hier ein Zellsignal kriege, wo will der hin? Der hat hier die nächste Unterstützung, den nächsten Boden. Dieses Signal ziehe ich natürlich durch. Und hol mir hier die 20 Punkte, die ich hier Platz habe. Das Tolle aber, ich bekomme hier wieder auf einmal eine Kerze, hier steht wieder ein Alarm, Harami. Wir sehen, schöner Abwärtstrend, eine kleine Kerze innerhalb einer großen Kerze im Bereich einer Unterstützung. Und das ist natürlich sensationell, die Signale liebe ich. Und dann als nächstes hier auch noch weitere Signale, nochmal so ein Engulfing Pattern. Also hier auch nochmal so eine Umkehrformation. Hier haben wir sogar einen Hammer mit drin. Da sehen wir von der Formation hier oben der kleine Kerzenkörper mit dem langen Schatten nach unten. Also ein Klassiker. Das alles im Bereich einer Unterstützungszone. Und dann sehen wir, hier warte ich sogar ab. Wie gesagt, ich möchte ja den Höchststand für meinen Einstieg hier haben. Und dann nehme ich den Höchststand natürlich hier vom Harami. Das war mein ausschlaggebendes Muster. Und da sehen wir hier, haben wir nicht nur unseren alten Widerstand überwunden, hier haben wir auch den Höchststand vom Harami überwunden und dementsprechend sollte da auch ein schöner Aufwärtstrend folgen. Kommt auch, wie ihr seht, Markt geht hier weitere 20 Punkte und das sind 1, 2, 3, 4 Kerzen. Wir sind hier im Minutenchart. Also man sieht, man kann mit dieser Scalping-Strategie in Kombination Chartanalyse, Unterstützungs-Widerstandszonen plus
diese drei, vier Formationen, ihr seht, hier tauchen immer wieder dieselben Formationen auf. Immer diese Engulfing Patterns, diese Harami-Muster oder diese Hammer- oder Hanging-Mans im Bereich dieser Widerstandsmarken kann man sehr toll mitarbeiten. Und ihr seht, die Trefferquote ist exorbitant. Ja, und was sich so in so einer halben Stunde mal zusammenklickern lässt, das macht dann natürlich schon Spaß. Und da sieht man, das geht hier weiter. Ihr könnt das in allen Märkten nutzen. Das war jetzt mal der DAX. Ihr seht, ich habe denselben Indikator hier auch mal in den Dow Jones, in den Euro-US-Dollar mit reingepackt. Kann man überall nutzen. Und hier auch so ein Klassiker, Shooting Star. Der reizt mich natürlich eine Kerze. Sehr, sehr langer oberer Schatten. Und dann dementsprechend der Kerzenkörper am unteren Ende. Ja, und hier muss man einfach in der Interpretation der japanischen Candlesticks die Psychologie verstehen. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung gehabt, haben auch hier eröffnet, haben innerhalb der Kerze den Markt weiter nach oben gepusht und irgendwann hat die Käufer die Kraft verlassen. Das heißt, der Markt hat hier irgendwann mittendrin einfach wieder gedreht nach unten. Ja, schließt sogar, wir sehen, der Close-Kurs ist unterhalb des Eröffnungskurses, schließen sogar unterhalb der Körper. Und das ist ein Indiz, da hat sich das Marktverhalten geändert. Das Verhalten, was hier noch sehr, sehr positiv war, man hat den Markt nach oben gepusht, hat sich hier mit einer Kerze gewandelt. Und hier ist es natürlich dasselbe Spiel. Gerade wenn wir nur mit einzelnen Kerzen, also Hammer, Hanging Man oder Shooting Star arbeiten, brauchen wir definitiv die Bestätigung für den Einstieg. Das heißt, wann steige ich hier ein in diese Kerze? Natürlich erst, wenn der Tiefstand dieser Kerze unterschritten wird. Und da sehen wir, die nächste Kerze eröffnet leicht darüber. Dann gehen wir unter die 1.18.13 durch. Ja, und was sich anschließt, ist ja die aktuelle Kursentwicklung, war eine schöne Kursbewegung nach unten. Wir sehen, wenn wir hier den Einstieg gefunden haben, der Markt ging mal hier 300 Pips nach unten mit diesem Handelssignal, bevor wir jetzt eigentlich hier schon wieder die Trendwende am Markt haben und eigentlich auch schon wieder in einem Buy-Signal drin sind. Warum? Ich sehe, wir haben hier, und dann nutze ich natürlich gerne immer so ein bisschen meine Charttechnik. So, wir sehen, ich habe irgendwo hier doch so ein sehr dominantes Unterstützungsniveau ausgebildet. Wir sehen die Tiefstände hier von diesen Kerzen, sind die Tiefstände hier. Und wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, sehen wir im Bereich dieser Unterstützungsmarke auch wieder ein Umkehrmuster, ein Harami. Wir haben diese Korrektur, eine schöne negative Kerze, komplett durch eine positive Kerze hier bestätigt. Also für mich ein sehr, sehr schönes Indiz. Ein Doji danach. Hier haben wir unseren sogenannten Long-Legged Doji. Den hatten wir ja vorhin auch besprochen in unseren Schaubildern. Können wir uns nochmal anschauen. Da ist er, Long-Legged Doji. Kerzenkörper in der Mitte, sehr lange obere und untere Schatten. Ist ein Indiz für Parität, für Marktneutralität. Ist interessant, tritt im Bereich von Umkehrpunkten auf. Sehen wir hier. Und dementsprechend, aha, Unterstützung. Starkes Umkehrmuster, hier ein Harami plus ein Doji. Für mich natürlich ein ganzer Klassiker, um hier zu sagen, hey, hier scheint sich eine Bodenbildung zu formieren. Das heißt für mich natürlich ganz klar, ich steige aus diesem Sell-Trade, den ich hier hinten eröffnet habe, aus dem Markt und positioniere mich natürlich hier langsam mal wieder neu. Wo positioniere ich mich neu? Ein Doji, ein Harami ist natürlich für mich sehr, sehr markant, ein sehr, sehr starkes Muster. Möchte ich bestätigt haben, das heißt, ich nehme den Höchststand dieser zweiten Harami-Kerze. Wenn der überschritten wird, sehen wir, wird mit dem Long-Legged Doji überschritten. Ich bin drin im Markt. So, lass mich jetzt auch nicht nervös machen. Hier kommt eine negative Kerze, was viele sehr, sehr nervös macht. Wann muss ich denn raus aus diesem Markt? Wo lege ich denn meinen Stop-Kurs hin? Ganz klar, unter den Tiefstand von unserem Harami. Hier haben wir ja unsere Umkehrformation gebildet. Da lege ich meinen Stop-Kurs hin und wir sehen, wir laufen überhaupt nicht Gefahr, ganz im Gegenteil. Das, was ich mir in Gelb als Unterstützung in den Markt gelegt habe, das hält. Und wir sehen, der Markt bricht aus und ist auch weiter noch intakt. Wir sind hier noch nicht wirklich großartig im Gewinn, ist aber auch einfach der Zeit geschuldet. Die Amerikaner sind noch in der Mittagspause. Da wird noch ein bisschen Schwung reinkommen. Die Deutschen sind schon zu Hause. Dementsprechend hier der Markt natürlich jetzt etwas ruhiger. Aber man sieht, egal was ich hier nutze, in welchem Markt ich das Ganze nutze, ich muss mich da halt wirklich rein interpretieren und die Psychologie verstehen. Wir haben es hier mit dem Harami versucht, einen Boden auszubilden, hat nicht geplatzt.
Der Doji hier hinten, der hat schon auf neutral gestellt. Das sind aber alles Anzeichen für mich, die muss ich interpretieren. Der Verkaufsdruck mit diesen dominanten Kerzen, der ist raus. Hier hatten wir mal eine kleine Verschnaufpause gemacht. Hier sehen wir, ist ein bullisches Doji. Doji steht für neutral, heißt aber nicht Trendwende, sondern wir sehen, die nächste Kerze setzt ihr hier vor. Das heißt, der Abwärtsdruck bleibt hier im Markt bestehen. Hier kommt wieder ein Doji. Achtung, der Markt stellt wieder mal auf neutral. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So, hier kommen die ersten Andeutungen, das sind aber keine Kaufsignale. Ich möchte starke Muster, Engulfing Patterns oder Haramis. Hier bekomme ich das erste Harami. Da sehen wir aber, der Höchststand, den ich brauche, um einzusteigen, wird nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, hier kommt nochmal ein Ausverkauf im Markt. Das heißt, wir pushen den Markt nochmal nach unten, drücken den Markt hier nochmal nach unten, aber bleiben irgendwie auf demselben Tiefstandsniveau, was wir hier markiert haben. Und in der nächsten Kerze wird das Ganze schon wieder egalisiert. Das Minus wird hier wettgemacht durch eine positive Kerze. Hier melden sich die Käufer dominant am Markt zurück, bilden dieses Harami aus. Ja, und da dasselbe Spielchen, der Höchststand dieser Kerze ist der Entry in den Markt. Und da sehen wir, aktuell wären wir hier in einem laufenden Beitritt drin im Euro-US-Dollar. Wir sehen, liegt auch leicht im Plus. Das heißt, so verkehrt war der Einstieg hier schon mal nicht. Ist jetzt ein bisschen ruhiger der Markt, das sehen wir hier auch. Und das sind die Klassiker, diese Dojis hier seht ihr. Kerzenkörper, Eröffnungskurs gleich Schlusskurs, Eröffnungskurs gleich Schlusskurs, Eröffnungskurs gleich Schlusskurs. Auch der bildet noch nicht wirklich einen Körper auf. Naja, der versucht es gerade mal so ein bisschen. Da sieht man, das ist so eine Marktneutralität. Naja, das ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Da nehme ich auch lieber mal so einen kleinen Gewinn mit und sage danke, bevor hier wirklich Schwung reinkommt oder bevor der mir eventuell nochmal ins Minus läuft, nehme ich so einen Trade hier auch gerne mal raus. Was ich euch auf der anderen Seite, das waren ja jetzt mehr so kurzfristige Strategien, also eine klassische Scalping-Strategie, wie ich aktuell in so Märkten im Minutenchart handeln kann, gucken wir uns gleich nochmal an, ein bisschen Zeit. Wir haben ja heute eine halbe Stunde länger. Wer da also noch Lust hat, da schauen wir uns das Ganze mal live in der aktuellen Situation an. Das wäre mal so ein bisschen so eine Swing-Trading-Strategie. Ich bin hier durchaus mal eine Stunde, zwei Stunden im Markt mit drin. Da nehme ich mir natürlich ein höheres Timeframe. Wo das aber auch unheimlich toll funktioniert, ist, wenn ich das als Daily-Strategie nutzen möchte. Da kann ich die Haramis natürlich, die Candlesticks natürlich auch sehr, sehr schön nutzen. Und dafür habe ich uns einfach mal einen Goldchart hier reingelegt. Auf Tagesbasis. Und wir sehen auch hier tauchen immer mal, aha, Harami, Engulfing, Engulfing, Shooting Star, Harami, Engulfing, Pattern, Harami. Wie komme ich denn hier rein in die Märkte? Ganz einfach, schauen wir uns mal an. Wir sehen, wir hatten hier das letzte Signal. Hier sehen wir ein Harami. Warum? Positive Kerze hier am Markt, kleine negative Kerze innerhalb des vorangegangenen Kerzenkörpers. Wenn ihr das nicht auf Anhieb, später braucht man diesen Indikator hier nicht mehr. Wenn man den nicht auf Anhieb entdeckt, der wird automatisch für euch hier eingezeichnet. Sehen wir gleich, wenn wir uns im DAX das Ganze nochmal live ein bisschen anschauen. Der wird eingezeichnet. So, jetzt habe ich euch ja schon gesagt, was brauche ich zur Bestätigung, um hier einzusteigen in den Markt? Ich muss den bestätigen. Wann bestätige ich den? Wenn der Tiefstand hier auf Daily-Basis unterschritten wird. Das heißt, das ist natürlich eine sehr geniale Strategie. Wenn ich berufstätig bin, kann ich das natürlich sehr, sehr schön nutzen. Guck da abends einmal rein und sehe, oh, hier haben wir eine Formation, das ist toll. Hier lege ich mir doch mal bei 1290 Dollar eine Short-Order rein. Sollte die am kommenden Tag unterschritten werden, dann bin ich Short. Und wir sehen, das war nicht die dümmste Entscheidung. 1290 Short, 1264 sind wir, 36 Dollar schon mal nach unten. Ist schon mal ein sehr, sehr schöner Trade. Oder aber ihr setzt euch da einen Zielkurs rein. Ich mache dieses Spielchen immer, ich will immer 5 Dollar Gewinn machen. Das heißt, ich setze mir automatisch natürlich auch einen Take Profit rein. Das heißt, ich schaue mir abends den Markt an, sehe, oh, hier ist eine Umkehrformation. Also, wo müsste ich rein? Das ist ein bullisches, ist eine bärische Formation. Also, ich erwarte eine Korrektur, suche mir den Tiefstand 1290, kann mir dann hier eine Order in den Markt legen für den morgigen Tag. Sag auch gleich, solltest du die 1285 erreichen, dann bitte Exit, dann machst du deinen Take Profit. Auf der anderen Seite sichere ich mich da natürlich auch ab mit dem Risiko. Ich fahre hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1. Jetzt sagt der eine oder andere wieder, oh, das ist aber nicht so toll 1 zu 1. Doch, weil wir haben hier mit einer 80-prozentige Trefferquote. Das heißt, ich verliere natürlich irgendwann mal 5 Dollar, aber ich gewinne auch bei jedem Trade 5 Dollar. Wenn ihr 8 mal 5 Dollar verdient,
und zweimal 5 Dollar verliert, seht ihr, bleibt ihr immer positiv. Deshalb kann ich hier auch mit dem CRV von nur 1 zu 1 arbeiten. Wenn ich 8 Trades im Gewinn fahre, darf ich auch 2 Trades im Verlust fahren, zumal der Gewinn, die Gewinnerwartung und die Verlusterwartung gleich hoch ist und somit bin ich in der Summe auf die Trades dementsprechend immer in einer positiven Gewinnerwartung und das ist ja für euer Trading auch wichtig. So, jetzt sehen wir aktuell, Trend ist intakt, kein neues Signal, musste warten. Für mich für morgen kein Handelssignal. Hier sehen wir zum Beispiel, hatten wir auch wieder einen Engulfing Pattern. Die andere Formation, die wir uns vorhin angeschaut haben, ein positiver Trend nach oben. Die Kerze wird komplett ummantelt. Das war ja unser Engulfing Pattern gewesen. Schauen wir uns das nochmal auf Slide mit an. Da sehen wir, positive Kerze wird komplett ummantelt durch eine negative. Das ist eine Umkehrformation. Erwarte eine Korrektur nach unten. Sehen wir, okay. Aber auch hier, ich steige nicht blind in diesen Markt ein, sondern ich möchte die Bestätigung. Wann bekomme ich die Bestätigung? Erst, wenn ich den Tiefstand dieser zweiten Kerze, und da nehmt ihr immer die zweite Kerze aus dieser Formation in der japanischen Candlestick-Analyse unterschritten habe, gehe ich rein. Ihr seht, der nächste Tag war zwar negativ, aber auch nicht wirklich negativ. Und ihr seht, wir haben das Tiefstandsniveau, das wäre die 1,285, überhaupt nicht erreicht. Und damit ist das Signal für mich auch tot, handle ich nicht. Hier war es mal interessant, eine super geniale Verkaufskerze, die wird hier mit dem nächsten Tag mit einem Harami, einer Kerze, innerhalb des großen dominanten Verkaufskörpers markiert. Hier natürlich dasselbe Spiel. Sollte ich jetzt, das ist ja eine bullische Formation, jetzt möchte ich ja von steigenden Kursen profitieren, sollte ich also am nächsten Tag den Höchststand überschreiten, der liegt hier bei 1.285 gerundet, dann möchte ich eine Buy-Order, selbe Spiel, 1.290 wäre der Zielkurs und bei 85 wäre mein, bei 80 wäre mein Risiko und ihr seht, der läuft hier mal schön 10 Dollar am nächsten Tag nach oben, hat funktioniert. Hier ein ganz toller, einer meiner Lieblinge, dieses Harami-Muster, das hatten wir auch hier hinten vorhin abgebildet, das ist eine sehr, sehr starke Formation. Eine sehr, sehr dominante Kerze und dann hier oben sehen wir hier, egal wie von den Ausprägungen, diese kleine Kerze und das ist ein Klassiker, da kommt immer ein sehr schöner Ausstieg und da sehen wir es, diese dominante bullische Kerze, dann am nächsten Tag, ja viele denken, ach das ist nur eine Verschnaufpause, nein, das ist eine Umkehrformation und zu 90% funktionieren die Dinge auch und da natürlich dasselbe Spielchen. Unter dem Tiefstand, da lege ich mir mein Entry und ihr seht, am nächsten Tag geht es hier brachial nach unten und ihr seid dementsprechend mit drin. Und so suche ich mir natürlich immer auch die Bestätigung in dem Ganzen mit raus und kann damit dementsprechend arbeiten. So, das waren wie eben gesagt die wichtigsten Chartmuster, die wir hier dementsprechend haben. Wir haben es jetzt 19.32 Uhr, ein bisschen Zeit hätten wir noch. Das heißt, wer jetzt Fragen hat, kann mir die gerne in die Chatfunktion reinstellen oder auch einfach mal den Hinweis geben, ob wir uns das Ganze live nochmal im Minutenchart im DAX nochmal anschauen wollen, wie die einzelnen Signale generiert werden, wie wir die Signale interpretieren. Das könnt ihr mir auch gerne in den Chat mit reinstellen. Ansonsten, wie gesagt, das Dokument haben wir euch als Download hier mit hinterlegt. Wer so einen Indikator haben will, der kann mich gerne anfunken. Im Dokument ist eine E-Mail mit drin, kann ich euch gerne mit zuschicken, findet ihr sonst aber auch mit im Netz. Das sind so klassische Candlestick-Pattern, so Analyzer, die findet man eigentlich überall. Haben wir die hier auch nur aus dem Netz mit rausgezogen, um euch das zu verdeutlichen, weil ich erkenne die Formation, aber ich gebe zu, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, diese Formation zu erkennen. Und ansonsten, ja, könnt ihr mir gerne noch ein Feedback geben, ob wir noch ein bisschen weitermachen wollen. Ein bisschen Zeit hätten wir heute ja noch, dass wir uns hier nochmal live im DAX 30 mal so ein bisschen die Generierung dieser Signale mit anschauen, wie man dementsprechend da handeln kann. Oder ob ihr alle schon in den Feierabend wollt. Wie gesagt, das Ganze wird hier ja auch mit aufgezeichnet. Da könnt ihr dann dementsprechend ja auch gerne euch das nochmal mit anschauen, weil ich gebe zu, das ist doch eine ganze Menge an Input und dementsprechend sollte man sich das nochmal vielleicht das eine oder andere Mal als Video mit anschauen. So, hier kommt so das Feedback, so ein, zwei Trades könnten wir uns hier nochmal mit anschauen. Machen wir doch mal, schauen wir uns mal die aktuelle Situation hier mit an. Wir sehen, aha, haben hier irgendwie eine schöne Aufwärtsbewegung und irgendwie scheinen wir jetzt hier zu scheitern.
Und jetzt schauen wir uns mal einfach an, warum wir hier vielleicht in diesem Bereich scheitern. Gehen wir mal in die aktuelle Ist-Situation. So, 13.013, da sage ich, da werden wir gleich mal Schluss machen mit dieser Bewegung nach oben. Warum? Das zeige ich euch gleich, weil ich hole mir mal hier einen kleinen Indikator mit rein. So, der sollte jetzt eigentlich angezeigt werden, wird aber nicht. So, das sind die Linien. So, ihr seht so, mitten aus dem Nichts heraus sind wir jetzt in ein Buy-Signal übergegangen. Warum sind wir denn jetzt hier in ein Buy-Signal übergegangen, kann ich euch sagen. Ihr seht, wir haben hier mal so eine Umkehrformation. Hier seht ihr in On-Neck-Trusting, das sind diese Innerhalbkerzen, tauchen immer mal wieder auf, kann man dementsprechend vernachlässigen. Wichtig sind diese Engulfing Patterns. So, hier seht ihr, aha, ein starkes Engulfing Pattern. Die ganzen Kerzen werden hier ummantelt durch diese negative Kerze. Wird der Tiefstand dieser Kerze unterschritten, gehe ich short. So, jetzt sagt man ja, wieso ging doch nur eine Kerze irgendwie nach unten? Das ist Scalping. Ihr seht, diese Kerze macht aber hier eine 7-Punkte-Bewegung. Ich möchte nur 5 Punkte mitnehmen. Das heißt, ich bin hier auch schon wieder raus. So, und davor, danach dreht sich das Ganze schon wieder um. Harami, Kerze innerhalb wird der Höchststand überschreitet und ihr seht, da leiten wir den neuen Trend ein. So, und jetzt seht ihr, wir kriegen die Signale hier in den Markt mit eingezeichnet. Shooting Star. Shooting Star ist eine klassische Umkehrformation. Ich gehe jetzt aber nicht blind in den Short Trade hier rein, sondern ich habe ja gesagt, ich möchte den bestätigt haben. Und bestätigt habe ich den erst, wenn der Tiefstand unterschritten wird. Ihr seht, macht er nicht. Wird er auch nicht machen. Der wird jetzt an diese blaue Linie hier hochlaufen. Das ist die stärkste Linie des Tages, diese Pivot-Tageslinie, eine der stärksten Linien. Da platziere ich natürlich meinen Take-Profit, weil ich weiß, der läuft daran, schöpfe das Potenzial nicht ganz aus, also legen wir ein Stück darunter, 1, 2 Punkte. Wir haben hier bei 13.020 diese Pivot-Tageslinie. Dann möchte ich den Trade nicht ganz ausschöpfen, da lege ich so 2, 3 Punkte vorher mein Take-Profit und ihr seht, genau da läuft dahin. Aber was wird für mich interessant? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr starke, sehr dominante Widerstandslinie hier im Markt. Sollten wir natürlich jetzt an dieser Linie scheitern, das heißt nicht überwinden und hier über das Candlestick eine Umkehrformation ausbilden, dann ist das für mich natürlich ein sehr starkes Handelssignal. Und dementsprechend kann man sowas hier natürlich auch sehr, sehr schön nutzen. Und ihr seht, ein Shooting Star, der deutet schon an, Achtung, ich habe mal die Fühler ausgestreckt, aber ich will hier nicht so wirklich weiter nach unten. Hier seht ihr, jetzt habe ich mal einfach meinen Tiefstand überschritten. Ein Shooting Star, eine klassische Umkehrformation, im Bereich einer markanten Widerstandsmarke, das ist natürlich für mich ein Indiz, okay, der kann hier weiter nach unten gehen, dieser Markt. Also kann ich mich dann dementsprechend hier platzieren. Was brauchen wir als ordentlicher Trader? Na klar. Wir müssen unseren Trade absichern. Wo sichere ich so einen Trade ab? Natürlich über den Widerstand. Das heißt, ich möchte ja nicht, dass der hier rüberbricht. Und ich möchte natürlich ein Take-Profit-Niveau. Ich will 5 Punkte haben. Zack, lege ich bei 5 Punkten mal rein. Und ihr seht, aha, funktioniert. Widerstand, Shooting Star, Trade läuft an ins Negative hier. Hier kommt es Tatsache zu so einer kleinen Korrekturbewegung aus dem Nichts heraus. Jetzt natürlich zu einer Zeit, wo es super langweilig ist. Macht ihr das zu Haupthandelszeiten? Seht ihr, habt ihr richtig Bewegung drin? Da hätte die Kerze schon diese 5 Punkte geholt. Deshalb, das immer gerne machen, 9 bis 10, 15, 30 bis 17 Uhr. Warum? Da sind die Märkte in der Eröffnung, da ist Schwung drin, da ist Volatilität drin. Da reicht mir so eine Kerze aus, um mich dementsprechend hier am Markt zu positionieren. Und dementsprechend kann man handeln. Wichtig aber, taucht eine dieser Kerzenformationen hier bei euch auf, dann dementsprechend die Bestätigung abwarten. Ihr habt es gesehen, hier der Shooting Star, der Tiefstand wurde nicht bestätigt, der Trend setzte sich weiter fort bis an diesen Widerstandsbereich. Hier der Shooting Star, der wurde bestätigt, da kam es dementsprechend hier zu einem Unterschreiten des Tiefstandes dieser Kerze und mit dem Unterschreiten dieses Tiefstandes geht man natürlich dann da gerne rein in so einen Markt und kann so ein Trading-Signal hier entsprechend nutzen. So, jetzt sehen wir, Harami ist ja eigentlich schon eine umgedrehte Formation, also schließe ich mal lieber meinen Trade und sage, das ist mir hier zu heiß. Aber ihr seht,
hätte sogar seinen Zielkurs erreicht. Aber wenn für mich ein Signal nicht mehr intakt ist, und für mich ist ein Signal nicht intakt, wenn hier eine Umkehrformation sich andeutet, gehe ich raus aus dem Markt. Aber für euch nochmal zur Wiederholung, da nehme ich mir auch lieber so einen kleinen Gewinntrieb mit und sage, dann nimmst du hier den Nummer 2,5 Punkte mit. Aber das summiert sich. Hätte ich die wieder mit meinen klassischen 10 gehandelt, wäre auch das schon wieder ein 22,50 Euro Trick. Das macht dann schon Spaß auf so einem Konto. Und da kommt dann auch Musik rein. Und ihr seht, Bestätigung dieses Signals, das Unterschreiten des Tiefstandes, 5 Punkte möchte ich als Ziel, hat er Tatsache hier auch 5,5 Punkte abzüglich Spread, hat er hier auch Tatsache gemacht. Also man kann damit Tatsache Geld verdienen, wenn ich das Ganze immer schön kombiniere. Ich möchte einen Widerstandsbereich, den habe ich hier gehabt, stärkste Widerstandslinie des Tages, unsere Pivot-Tageslinie, an dieser Marke ein Shootingstar, klassische Umkehrformation, seht ihr auch, das ist ein kleiner roter Pfeil nach unten, den möchte ich bestätigt haben, dann steige ich ein, bestätigt wurde er mit dem Durchbruch nach unten und ihr seht, warum ich hier ausgestiegen bin, Harami ist ja eigentlich schon das Entgegengesetzte, der hat hier nicht wirklich Verkaufsdruck drin und wenn ich das sehe, dass das Signal hier ein Gegensignal bekommt oder ein mögliches Gegensignal und ich sehe, ich bin im Gewinn. Naja, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Bevor der mir in den Verlust reinläuft, nehme ich lieber so ein Trade mit raus. Hier seht ihr, hier kann man so ein Signal laufen lassen. Hier war das Harami, hier die Kerzen, der hat Platz gehabt. Na, hier am Shootingstar hätte ich ihn auch rausgenommen. Keine Frage, wenn wir da ein gegenläufiges Signal haben, nimmt man sowas mit raus. Wer sich das Ganze noch ein bisschen vereinfachen möchte und sagt, okay, diese Umkehrformationen, die sind ja eigentlich ganz gut, aber ich habe hier so diese, mit diesen Widerstands- und Unterstützungslinien und Chartlinien, das ist für mich noch ein bisschen schwierig zu verstehen. Da können wir ein bisschen was anderes kombinieren. Ich habe euch ja in einem Modul hier auch mal gezeigt, wie kraftvoll unsere sogenannten gleitenden Durchschnitte sein können, unsere Moving Averages. Und da wollen wir uns mal anschauen, wie wir damit arbeiten können. Ich lege mir jetzt einfach mal ein Moving Average. Ich nehme gerne, weil ich kurzfristig handle, hier eine Periode von 8. Lege mir den mal in den Markt. So, und da sehe ich natürlich dann sehr, sehr schön hier so eine schöne orangefarbene Linie und nutze die natürlich sehr, sehr gerne, um hier meine Handelssignale zu generieren. Fangen wir mal an, so ein bisschen in der Historie, bevor wir aufs Aktuelle gehen. Da sehen wir zum Beispiel, aha, ich hatte hier unser sogenanntes Engulfing Pattern. Das Ganze wird durch so einen Tweezer-Button, also so eine Bodenbildung hier nochmal bestätigt. Und ihr seht, ich schließe mit dieser Kerze oberhalb meines gleitenden Durchschnitts. Davor seht ihr, befinde ich mich hier komplett unterhalb meines Moving Averages. Das heißt, der Abwärtstrend ist intakt. Jetzt bekomme ich hier mit zwei Kerzenformationen hintereinander ein mögliches Indiz für eine Trendumkehr. Und ich sehe, diese Formation schließt oberhalb meines gleitenden Durchschnittes. Für mich natürlich ganz klar hier mit dem Ausbruch. Und ich warte auch hier den Ausbruch an. Das heißt, mit dem Überschreiten des Höchststands Entry in den Markt. Und ihr seht, schönes Spielchen funktioniert. Geht mal 10 Punkte hier nach oben. So ein Harami, wenn ich das sehe, da muss ich nicht unbedingt rein. Ihr seht, ich habe ein Harami. Wenn ich mir den Tiefstand anschaue und hier hinlege, sehen wir, könnte man sich streiten, ob ich hier gefüllt worden wäre oder nicht. Aber ihr seht, solange ich mich oberhalb meines gleitenden Durchschnitts befinde, für an die Anfangsphase auch ein sehr, sehr schönes Hilfsmittel, gehe ich hier natürlich nicht short. Diese Umkehrformation hier oben, dieses Engulfing Pattern, wo diese negative Kerze, die beiden vorangegangenen ummantelt und dann sogar unterhalb meines Moving Average schließt und dann die nächste sogar darunter eröffnet, da gehe ich natürlich wieder rein. Und da sehen wir, das funktioniert. Genau wie hier mit dem Harami. Wem das hier so ein bisschen, das könnte mich ja nervös machen. Wir sehen, ich habe hier das Harami als Umkehrformation. Der Höchststand wird überschritten. Jetzt sehen wir 1, 2, 3, 4 Kerzen, bin ich hier im negativen Bereich mal mit drin. Das ist psychologisch ein bisschen anstrengend, wenn man da am Anfang seiner Trading-Karriere steht. Wir sehen, interessiert mich nicht, ich wäre auch nicht ausgestoppt, hier unten liegt mein Stop. Aber wenn ich zum Beispiel sage, okay, hier kommt ein Signal, ich warte aber, bis wir den Durchbruch durch meinen gleitenden Durchschnitt geschafft haben. Das war hier der Fall. Diese Kerze schließt dominant oberhalb meines gleitenden Durchschnitts. Da steige ich dann ein, kommt ein bisschen später rein als ich, aber überhaupt kein Problem. Solange ich mit den Kerzen hier oberhalb meiner Linie bin, ist dieses Signal intakt.
Und ihr seht auch hier diesen Shooting Star. Da müssen wir nicht wie ich einsteigen mit der Bestätigung dieses Shooting Stars, das heißt mit dem Unterschreiben, sondern können natürlich auch sagen: Mensch, ich warte hier erstmal ab, bis wir wirklich diesen Moving Average durchbrochen haben. Da seht ihr, diese Kerze schließt unterhalb. Da seid ihr drin. Solange ich jetzt aktuell unter diesem Moving Average bin, alles okay. Ist der Trend intakt, kann ich hier auch drin bleiben. Und ihr seht, bei 14 eingestiegen, bei 9 sind wir jetzt, sind wir bei 8. Mein Zielkurs, ich will mit dieser Strategie immer nur 5 Punkte mitnehmen hier. Ihr seht aber, das funktioniert. Hier kann man auch drin bleiben. Ihr seht, ich bleibe unter diesem Moving Average. Der Trend ist intakt und mein Zielkurs 5-6 Punkte Gewinn hat er sich locker geholt hier bei dieser Strategie. Ja, und warte jetzt eigentlich auf mein nächstes Handelssignal, um mich hier eventuell nochmal neu am Markt zu positionieren. Genauso könnt ihr natürlich, wie gesagt, einfachste Strategie, dieser Moving Average. Kriege ich das Signal, habe ich dann den Durchbruch, bin oberhalb des Moving Average, klasse Buy-Signal. Kriege ich mein Verkaufssignal, habe den Durchbruch durch diesen Moving Average, ist es ein sehr schönes Short-Signal. Genauso können wir aber auch mit einem anderen Indikator arbeiten. Das hatten wir uns auch angeschaut und das wäre unsere sogenannte Stochastik. Jetzt muss man mal gucken, wo sie sich hier versteckt hat. Müsste ein Oszillator sein. So. So, und dann nehme ich auch ein ganz kurzes Setup, 5-3-3, also eine 5er-K-Periode, Verlangsamung und D-Periode jeweils auf 3. So, mal mir die Ebenen hier, 80-20, naja, dann nehme ich immer 25 und 75. Also die Extrembereiche, die markiere ich mir hier mal farblich. So, und sage, okay, schauen wir uns mal an, was jetzt hier passiert. So, und jetzt nehmen wir mal unser Shooting Star nochmal. Wir sehen, und jetzt habe ich die Kombination, wir nehmen unser Moving Average wieder raus. Pivot-Level, Pivot-Tageslinie, ganz, ganz starke Widerstandslinie. Shooting Star aus der japanischen Candlestick-Analyse im Bereich dieser Widerstandsmarke. Und wir sehen unsere Stochastik nicht nur im deutlich überkauften Bereich, das heißt, das schreit ja förmlich nach einer Korrektur, sondern eigentlich auch schon mit dem Schnittpunkt, die nächste Kerze, wir sehen es, die blaue Linie kreuzt die rot gestrichelte Linie, das heißt, die Signallinie gibt hier dementsprechend auch schon ein Zählsignal. Also super Handelssignal. Genauso schauen wir mal aufs letzte starke Buy-Signal. Wo kam denn hier ein Buy-Signal? Da war unser Harami, ihr seht. Starke, also hier Abwärtskerze, starke negative Kerze. Da kommt mein Harami und zack, das wird für mich interessant. Ich bin in der überverkauften Zone. In diesen Zonen erwarte ich dementsprechend eine Korrektur. Also interessantes Signal für mich. Kann ich handeln. Hier genauso dasselbe Spiel. Hier oben diese Top-Bildung, ihr seht, aha, warum bewegt er sich seitwärts? Ich bin in der überverkauften Zone. Kriege dann in der überverkauften Zone mein Engulfing Pattern, meine ganz starke Umkehrformation. So, und für mich natürlich ganz klar das Signal, sollte der Tiefstand unterschritten werden. Zack, da, Bestätigung. Ihr seht, mit dem Engulfing Pattern habe ich ja auch schon. Blau ist wieder unter Rot, auch hier das Signal. Steige ich ein in die Kerze, will noch nur 5 Punkte. Zack, der macht mir 7 Punkte TP, könnt ihr über die Markttiefe schön handeln, könnt ihr euch gleich 5 Punkte Risiko, 5 Punkte Take-Profit einnehmen, könnt ihr dieses Spielchen super handeln, sofort innerhalb von einer Minute wieder 5 Punkte geholt, hier wieder 5 Punkte geholt, hier wieder 5 Punkte geholt und das summiert sich und dann, das sind alles nur 5 Punkte Trades, hier war es mal ein Punkt mehr, hier war es ein halber Punkt weniger, hier war es ein Punkt mehr, hier war es auch ein Punkt mehr, ihr seht, das sind alles nur 5-6 Punkte Trades hier. Aber ihr seht, wie häufig ich dieses Spielchen spielen kann. 7.21 Uhr, 7.23 Uhr, 7.31 Uhr, 7.38 Uhr, 7.46 Uhr, 7.48 Uhr. Und auch jetzt dieses Spielchen, wäre ja auch mit den Kontrakten auch schon wieder an 22 Euro drehen. Das Spiel kann man hier endlos fortsetzen und dieses Spielchen entsprechend spielen. Hier seht ihr auch wieder Kombination Tweezer-Button. Also das ist eine Bodenbildungsformation, aber der Höchststand wird nicht bestätigt. Hier kriege ich den nächsten, da sehe ich, aha, die Stochastik, die läuft, die ist positiv, kann ich das Signal nutzen. Auch hier so ein Signal, so mittendrin, das ist so ein sogenanntes Dark Cloud, gibt es auch, Dark Cloud Cover, auch eine sehr schöne Formation, entsteht im Niemandsland, muss ich nicht unbedingt handeln, ihr seht, Stochastik neutral, muss ich nicht rein. Aber hier, dieses Harami, die Stochastik, fast an der 100er Marke, der schreit ja förmlich nach einer Korrektur. Wenn ich den bestätigt bekomme, sprich den Tiefstand unterschreite, kann ich den Short Trade platzieren. Ich will ja nur 5 Punkte und ihr seht auch dieses Signal, ich mache mal schon 6, 7, 8 Punkte, holt sich sauber hier sein
Signal. Und so kann ich natürlich diese Signale immer hier spielen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Hammer, einen Engulfing Pattern. Eine Formation ist auch eine schöne. Three White Soldiers, das heißt, drei weiße Kerzen in Folge heißen dann Three White Soldiers. Ich habe es ja angesprochen, gibt immer tolle Namen hierfür. Ganzer Klassiker, passt mit der Stochastik. Ja, wenn wir uns jetzt sogar nochmal unseren Moving Average reinpacken, zack, legen wir nochmal rein, sehen wir auch da, der bricht sogar durch, der schließt oberhalb, kann ich wunderbar reingehen in diesen Trade, neben den letzten White Soldier hier, also die letzte positive Kerze. Meine Stochastik ist positiv, ich bin über mein Moving Average gebrochen, so steige hier entspannt ein, solange die über dem Moving Average sind. Hier sehen wir mal Doji, Doji. Doji heißt nur neutral, das heißt, der Markt ist unentschlossen. Solange ich aber hier über mein Moving Average bin, alles intakt. Ihr seht, das ist auch mal ein Signal, der läuft hier mal 17 Punkte nach oben. Genauso das Signal davor, ein Harami. Und das passt mit der Stochastik, na super. Entweder meine aggressive Methode, ihr steigt mit der Bestätigung des Tiefstandes ein oder ihr nehmt noch diesen Moving Average, das heißt, erst wenn wir darunter schließen, sprich hier, steigt ihr in den Markt rein. Ihr seht, ich komme 3-4 Punkte besser rein, aber auch dieses Signal funktioniert auch hier. Schöne 12 Punkte nach unten. Genauso hier wieder dieses Harami noch unterhalb der Linie. Ich warte diesen Durchbruch und Schlusskurs überhalb dieser Linie ab. Okay, da haben wir den Schlusskurs. Stochastik ist positiv, steig ein in den Trade, auch hier geht es 7-8 Punkte nach oben. Und so kann ich das Spielchen selbst mit diesen einfachen Hilfsmitteln hier sehr, sehr schön spielen. So, und da sehen wir auch hier die aktuelle Konstellation wieder. Warum sage ich, nehme mal die 5 Punkte mit und steige aus? Hier sehen wir Harami, Harami, Harami. So, das passt auch noch mit meiner Stochastik überein. Die ist auch schon wieder in der überverkauften Zone. Überverkauf bedeutet, Achtung, hier kann es nach oben gehen. So, und jetzt sehe ich sogar die nächste Kerze, die schließt auch oberhalb meines Moving Averages. Damit hätte ich, wenn ich jetzt eine Mini-Checklist habe, eine Umkehrformation, ein Moving Average, der überwunden worden ist, eine positive Stochastik, die aus der überverkauften Zone startet, sollte sich ein Beitritt anschließen. So, und da sehen wir auch, der hat hier mal 3-4 Pünktchen schon gebracht. Wenn ich jetzt natürlich sehe, Doji, Shootingstar, 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 nochmal ein Doji, sehe ich, irgendwie will der nicht nach oben. Das sind alles marktneutrale Geschichten. Das heißt, ich sehe, ob meine Stochastik kippt. Dann nehme ich den Trade zur Not mal plus minus 0 raus oder mit einem kleinen Gewinn raus, bevor der mir ins Minus hier dreht. Dann sage ich einfach, okay, hier ist jetzt null Schwung im Markt, hier passiert nichts. Nehme ich zur Not lieber diese 1-2 Punkte Gewinn mit. Wie gesagt, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Nehme ich zur Not lieber mal so einen kleinen Trade raus. Weil wenn diese Kerzen kommen, wie hier so ein Shootingstar, dann werden die stark bestätigt. Dann bringt euch eigentlich die nächste, spätestens die übernächste Kerze euer Ziel. Ihr seht, hier kam der Shootingstar an der Widerstandsmarke. Bam, hier kommt gleich mal so eine 5-Punkte-Korrekturkerze. Hier kam unser Engulfing Pattern. Bam, hier kommt gleich mal so eine 7-Punkte-Kerze nach unten. Genauso hier dieses Tweezer-Top, da seht ihr in den nächsten 1-2 Kerzen, da geht es mal 10 Punkte nach oben. Ihr seht aber auch dieses Signal wieder funktioniert. Harami, aha, Moving Average überschritten, aha, Stochastik in der überverkauften Zone gibt mir auch das Handelssignal, passt, also kann ich mit handeln. Und ihr seht auch dieses Signal, ich komme ja hier im Prinzip rein, naja, auch der liegt noch 1-2, lag auch mal 3 Punkte vorne. Habe aber immer noch die Chance, hier sehe ich, hier ist kein Schwung drin, die Stochastik ist neutral, da nehme ich den Trade doch raus, bevor wir hier unter meine Kerze laufen. Also ihr seht, ich habe hier auch 4-5 Minuten Zeit, wenn der Trade nicht läuft, den rauszunehmen und die Trefferquote ist sensationell. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, das war interessant, sehr viel praktischer Teil heute für euch gewesen. Wie gesagt, die Dokumente, die liegen bereit. Das war denn eigentlich auch schon, ja, Ausblick soll man ja immer machen am Ende. Ich wünsche euch an dieser Stelle, weil das war jetzt erstmal mit Tickmill für dieses Jahr unser letztes Webinar, euch schon mal einen schönen besinnlichen Jahresausgang, ganz tolle Feiertage, kommt gut ins neue Jahr mit rein und ich würde mich freuen, wenn wir uns im neuen Jahr mit wiedersehen. Wir werden mit Sicherheit einiges an Webinaren auch im nächsten Jahr wieder für euch zur Verfügung stellen und machen. Und ja,
Ich darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit und die Teilnahme. Ich habe gesehen, hier sind ja viele Wiederholungstäter mit dabei gewesen in den letzten Webinaren. Wünsche viel Erfolg jedem beim Trading. Ja, wer Fragen, wer Sorgen, wer Nöte hat, weiß, wie er mich erreicht. Wir stehen euch da gerne zur Verfügung, wer technische Probleme oder Fragen sonstiges hat. Tickmill steht euch auch jederzeit hier zur Verfügung. In dem Sinne scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. Ansonsten wünsche ich an dieser Stelle allen schon mal einen besinnlichen Jahresausklang, schöne Feiertage und freue mich, wenn wir den einen oder anderen im nächsten Jahr wiedersehen, wiederhören. Und in dem Sinne allen erstmal einen schönen Abend. Dankeschön.